Eine Konisation ist ein sogenannter Kegelschnitt, wo ein kegelförmiges Gewebestück des Gebärmutterhalses operativ entfernt wird. Das kann man entweder mit einer sogenannten Elektroschlinge oder aber mit dem Laser gewebeschonend durchführen. Wichtig hier ist, dass das Ziel ist, eine Veränderung, also eine Krebsvorstufe, immer komplett im Gesunden operativ zu entfernen. Und ganz wichtig ist natürlich auch noch der Hinweis, dass eine Konisation keine Veränderungen in Bezug auf den Kinderwunsch oder in Bezug auf eine Schwangerschaft hat.